die Schweiz. Ein Land mit viel Geschichte und Brauchtum. Über 300 traditionelle Handwerke hat es einmal im Alpenland gegeben. Es werden immer weniger. Und doch gibt es sie noch. In gewaltigen Landschaften verstecken sich zahlreiche Werkstätten. Gefertigt von Menschen mit Leidenschaft und einer Hingabe für einen ländlichen Ursprung. Wir zeigen Ihnen die schönsten Facetten der Schweiz. Und die außergewöhnlichsten Geschichten. Das ist Schweizer Landliebe. Und der Landliebe-Koch Studi hat ein feines Rezept, passend zur Jahreszeit. Herzlich willkommen bei Landliebe TV. Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Advent. Auch das Mal gibt es eine Reise durch meine Rezepte. Kulinarische Reise, ich nehme sie gerne mit. Und zwar gibt es heute etwas ganz Einfaches, das Sie sicher im Vorrat haben. Penne mit getrockneten Tomaten und getrockneten Steinpilzen. Alles schön cremig, einfach, schnell und gut. Also, unbedingt dabei bleiben. Los geht's jetzt gerade. Zuerst gehen wir in St. Gallische Gossau an der Grenze zum Appenzell. Dort steht die Schmiede von Peter Preisig. Bevor der 42-jährige Schellenschmied mit seinem Handwerk anfängt, sucht er den Stahl aus, der am schönsten tönt. Der Peter Preisig schmiedet spezielle Instrumente, sogenannte Rollen. Man kennt sie auch als Sujet von der Deutschschweizer Jazzkarte. Und er schmiedet als einziger in der Schweiz auch Sentumsschellen. Sie schmücken die Kühe beim Alpauf und Abzug und gehören zum Kulturgut vom Appenzell. Für eine Sentumsschelle braucht der Schmied rund eine Woche. Als erstes schneidet er den Stahl zu. Seine Leidenschaft für die Sentumsschelle hat er vor 20 Jahren entdeckt. Er wollte ihrem Geheimnis auf den Grund gehen. Ja, ich bin in so einer Brauchtumsfamilie aufgewachsen. Also, wir haben nicht gebaut. Aber bei uns war dann das Brauchtum, der Gesangsklausel, alles ein Thema. Und dann hat man gesehen, dass die Schellenschmiede, die eine Art rund um den Sentis uns eingedeckt haben, mit Rollen und mit Schellen, am Aussterben sind. Und da hat mich dort mal, aber auch mit dem Interesse am Handwerk, dazu bewegt, dass man das erhalten muss. Damit die Sentumsschelle, die aus einem Stück Stahl besteht, rund wird, hat der Peter Hilfe vom Zuschmied Martin. Gut, grüß. Kommt gut. Sentumsschelle muss nicht nur schön aussehen, sondern auch so tönen. Ein Schellenspiel tönt wie ein harmonischer Dreiklang. Der Ton entsteht ja schon beim Ausschneiden. Also eben beim Schnittmuster, dann weiss man so in die Tonklasse komme. Und dann ist es aber auch abhängig von der Legierung, vom Stahl und natürlich von der Materialdicke und von dem Blech. Da letztendlich gibt man dann einen Ton. Es ist dem Peter wichtig, als zu wissen, wie man so Schellen macht, weiterlebt. Ja, einfach wirklich die Spune Freude am Handwerk. Mich fasziniert sich, wie man aus diesen alten Techniken so ein Klanginstrument machen kann. Oder drei Klanginstrumente, die dann nachher so eine schöne Melodie abgehend. Zu den alten Techniken gehört auch das Mischen von einem speziellen Lehm aus Gerstengrannen, Sand und Graphit. Mit dem packt er die fertig geschmiedete Schelle nachher ein. Zwischen dem Lehm und der Schelle legt der Peter Messingblättchen aus alten Patronen. Das sorgt später für die goldige Farbe der Schelle.
ist wichtig, dass der Schellenschmied den feuerfesten Lehm regelmässig und satt aufträgt, dass die Messingblättchen nicht verrutschen. Die eingepackte Schelle ist bis zu 20 Kilo schwer. Sie kommt für 3 Stunden in die Glut. Bei dem sogenannten Feuervermessingen schmilzt der Messing und gibt der Schelle eine Legierung. Die Legierung ist dann auch das Klanggeheimnis einer Sentumsschelle. Die Welt vom Feuer und Stahl ist für Peter Preisig eine Energiequelle. Es ist natürlich ein schöner Ausgleich, ich glaube, überhaupt zum Alltäglichen. Zu der normalen Arbeitswelt ist natürlich auch schön, wenn man irgendwie so ein bisschen in so eine archaische Welt retour. Nach dem Brennen kommt der grosse Moment, wo der Peter sieht, ob ihm die stundenlange Arbeit gelungen ist oder ob es ein Loch gegeben hat. Die Schelle wird ausgepackt. Ja, ist ein spannender Moment. Ist alles so ein bisschen Herzkribbeln. Man weiß nicht recht, was hier immer wartet. Das ist fast spannender. Hey. So, schön. Und einfach erfreulich über das, was man jetzt gemacht hat. Und wenn man dann so ein Resultat auspacken kann, dann freut es ihm gespannt. Im besten Fall tiefer. Ja. Auch der Klaus und der Hans-Uli Preisig, zwei Sinnen aus der Region, haben Freude an der Sentumsschelle. Und probieren sie schon einmal für den nächsten Alpaufzug aus. Dank Peter Preisig lebt ein altes Handwerk weiter. Und das Buch über Sentumsschellen um Semtis wird noch nicht geschlossen, sondern ist um ein paar Seiten reicher. Von Gossau gehen wir zurück zum Studi in die Landlebeküche. Hier ist schon einmal der Einkaufszettel für das heutige Rezept. So, willkommen bei mir in der Landliebe-Küche. Es geht um cremige Penne. Nicht unbedingt weihnachtlich, aber es ist ein Gericht, wo Sie 100% alle Zutaten daheim haben. Wenn Sie vorher eingekauft haben. Kleiner Witz. Also, los geht's mit Zwiebeln. Zwiebeln habe ich fein geschnitten und die werden jetzt für die Penne in Olivenöl ein bisschen angeschwitzt. Eine Pfanne, wo die ganze Soße drin entsteht. Schöne Hitze drin. Keine beschichtete Pfanne, dass wir eine gute Hitze haben in der Pfanne. Und da geben wir jetzt unsere fein geschnittenen Zwiebeln rein. Steinpilze kommen dazu. Die gibt es natürlich jetzt im Dezember nicht frisch und darum habe ich getrocknete Steinpilze. Das ist so ein wunderbares Produkt, wo man natürlich im Herbst oder im Frühling selber gewinnen kann und dann selber trocknen oder sie auch kaufen. Ganz wichtig, dass man sie in Wasser einweicht und dann das Wasser nicht fortgeht. Das hat ein wunderbares Aroma, der Pilzfond, sage ich dem. Und das tun wir jetzt gerade auffangen. Also ein bisschen auf die Seite tun und das Wasser unbedingt auffangen. Das hat ein wunderbares Aroma. So, die Pilze jetzt direkt zu den Zwiebeln dazugeben. Die Zwiebeln haben ein bisschen Farbe bekommen, die Pilze ein wunderbares Aroma, schön ansortiert. Jetzt mal einen Gutsch. Von dem Pilzwasser dazugeben. Ein bisschen einkochen. Und jetzt kommt ein richtig schönes Aroma auch vom Sommer dazu in Form von sonnentrocknete Tomaten in Olivenöl eingelegt, abtropfen lassen und in Streifen geschnitten. Die geben wir jetzt gerade dazu. Die müssen ja nicht mehr kochen. Die geben jetzt einfach ihr wunderschön fruchtiges Aroma ab.
Am Anfang habe ich gesagt, cremige Penne. Cremig heisst natürlich mit einem Schuss Rahm. Der kommt jetzt dazu. Nicht zu geizig sein. He? Ein bisschen einkochen und jetzt würze ich das zuerst mal. Ein bisschen Salz und Pfeffer aus der Mühle. Die Basis für die Pasta ist schon fast fertig. Können wir schnell auf die Seite stellen. Und jetzt Pasta kochen. Es sind Penne. Ganz wichtig ist zuerst mal, das Wasser muss kochen und dann genug Salz dazugeben. Einfach Kochsalz, das Wasser ruhig ein bisschen versalzen. Das gibt ein wunderbares Aroma dann direkt in die Pasta dazu. Da habe ich meine Penne aus dem Vorrat. Die dazugeben und jetzt offen, ohne Deckel, sprudeln lassen kochen und al dente kochen. So, al dente heisst ja auf dem Zahn, also das muss richtig bissfest sein. Auch ich mache immer zuerst geschwind eine Probe, eine rausnehmen und dann, ja, perfekt. Wunderbar. Heiß sind sie, das merkt man. Und jetzt schütten wir das Ganze abschütten. Und dann zeige ich Ihnen noch schnell einen Trick. Den Teller oder die Platte, die Sie dann brauchen, unter den Sieb stellen. Dann ist es schon vorgeheizt. Nur geschwind abtropfen, da darf noch ein bisschen Wasser drin sein. Es müssen nicht voll zu trocken sein, die Teigwaren. Und die kommen jetzt zurück in die Soße. Das ist ganz wichtig. So machen es die Italiener. Also immer in der Soße mal richtig schön durchschwenken. So, mit ein bisschen Schwung alles schön durchmischen. Dass sich die Penne, ich habe extra Penne genommen, dass die Soße also wirklich in die Löcher reingeht und sich die Pasta vollsaugen kann mit dem wunderbaren Aroma von den Pilz und von den Tomaten. So, sehr gut. Jetzt können wir hier rüber anrichten. So, das sieht doch fantastisch aus. Und jetzt kommt noch mein frischer Touch von frischen Peterli direkt drauf. So, richtig gut. Aber wir sind ja bei Landliebe. Und darum kommt noch ein bisschen Schweizer Käse drauf. Ich habe einen wunderbaren Emmentaler. Und dann mache ich jetzt gerade mit dem Sparschäler einfach gerade so ein paar Späne abziehen. Und die verteilen wir drauf. Verteilen. Und die schmelzen dann schön langsam über den heißen Pasta. Und jetzt gibt es noch eine wunderschöne nussige Note in die Pasta. Also, ich würde sagen, ich wünsche Ihnen einen guten. Freuen Sie sich auf den nächsten Besuch. Vielleicht ist er unangemeldet. In zwei Tagen können Sie Samichlaus sein. Guten miteinander und bis zum nächsten Mal. Das Rezept und die ganze Sendung zum Nachschauen finden Sie unter landlebi.ch. Und das nächste Mal bei Schweizer Landlebi sind wir im St. Gallischen Toggenburg und tauchen in die Welt von einer ganz besonderen Scherenschnittkünstlerin ein. Und der Studi lässt sich etwas Tolles einfallen. Nächste Woche gibt es Mais in der Landliebe-Küche. Keine Panik, es wird richtig gut. Es gibt nämlich ein Rindsvoressen mit asiatischem Einschlag, Kokosmilch geschmort. Das kennen Sie sicher noch nicht. Darum unbedingt zuschauen. Noch mehr Landliebe finden Sie am Kiosk oder im Landliebe-Radio.